Hallo liebe Freunde, hier ist Spooky4F und ich heiße euch herzlich willkommen zu Resident Evil Biohazard 7. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleines Vorwort an euch, denn ich improvisiere ja gerade ein bisschen. Mein PC ist heute gerade in die Wartung gegangen, in die Reparatur, denn die Grafikkarte läuft nicht mit dieser Nvidia GeForce und deswegen habe ich den jetzt weggeschickt und nehme hier mit der PlayStation auf und versuche, sorry, musste gerade mal gucken auf den Timer, versuche das auch mit Facecam zu machen. Also wenn die Facecam da ist, ist sie da. Ich hoffe, es passt alles von den Soundsettings. Ich habe sie mal bei den Optionen eingestellt und ein bisschen runtergedreht, die Musik ein bisschen leiser, die Soundeffekte trotzdem laut, dass man zu meiner Stimme auch trotzdem den vollen Sound des Spiels auch ein bisschen hat. Und ja, probieren wir es einfach mal. Und wenn nicht, wird es in Folge 2 besser. Wie gesagt, ich muss jetzt ein klein wenig improvisieren und testen. Tut mir leid, wenn es nicht ganz so passt. Ich hoffe aber doch. Legen wir los. Ich freue mich auf das Game. Schwierigkeitsgrad normal. Hey Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich dich auch. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Okay. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay, also wir gehen auf die Suche nach unserer Freundin oder Frau, nach Luciana, und wir wissen nicht, was passiert ist. Sie hat sich lange Zeit nicht mehr gemeldet. Eigentlich hat sie uns eine Warnung geschickt, dass wir sie auf keinen Fall suchen kommen sollen. Da ist also was Böses passiert und ja, sind wir mal gespannt, was uns hier erwartet. Der Teaser war ja schon krass vom Spiel. Hey, Trophäe erhalten. Sie lebt, also wir können hier nicht langst. Der Weg ist vorgegeben. Und mein Headset spackt gerade noch. Einen Moment, bitte. Irgendwas stimmt hier nicht. So, jetzt. Aha. Vielleicht muss ich es mal hier lösen. Weil ich höre nur zeitweise Ton mit Aussetzern. Das ist blöd. Das Problem hatte ich schon immer mit diesem Turtle Beach, auch mit dem Vorgängermodell. Keine Ahnung warum. Tja. Komm, je nachdem. Spielhinweise ansehen auf dem Touchpad. Aha, hier haben wir die Karte. Mia finden. Das ist unser Ziel.
Ach Mensch, jetzt mach doch mir mal durchgängig Sound, aber nur auf der PS4. Ich weiß nicht, was ich da falsch eingestellt habe oder so ist das. So, okay, dann können wir hier über die Map scrollen und sehen schon mal die Wege, die wir gehen können. So, so können wir sprinten. Und hier ist ein Tor, das haben wir auf der Karte auch gesehen, wie man sieht. Und hier links scheint es noch einen Weg zu geben. Gucken wir doch zuerst mal hier rein. Aha. Können wir das jetzt aufrütteln? Nee, können wir nicht. Wir müssen also irgendwas finden, um die Tür zu öffnen, anscheinend. So, dann gehen wir doch mal weiter gucken. Boah, noch ist hier alles ziemlich hell. Und ja. Nicht ganz so unbehaglich. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier drin finden. Oh Mann, der sieht ja schon scheiße aus, der Karre. Der Karren. So, was haben wir denn hier? Eine Zeitschrift. Sewer Skaters. Luciana was? Sewer Skaters Episode 17 Projekt vorschlägt. In ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Okay. Schließ dich uns an. Können wir das öffnen irgendwie? Geht das? Da hat doch eben irgendwas drauf gestanden, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay, dann legen wir es nochmal hin. Mehr ist hier auch nicht. So wie es mal aussieht. Hier ist auch nichts drin. Die Grafik ist schon mal sehr geil. Fotorealistisch. Oh Mann, nimm ihre Gabe an. Ja, was ist wohl ihre Gabe? Und was ist denn hier noch? Ah, nichts. Okay. Dann gucken wir, gucken wir. Hier ist auch nichts. Uah. Hier fühle ich mich gar nicht wohl. Ach, haut doch ab, ihr lästigen Fliegen, ey. Mia, wo bist du? Mia, hallo. Oh Mann. Was? Wer war das? Weißt du, wo Mia ist? Ich will es gar nicht wissen, ob du es weißt. Ich hoffe, du weißt es nicht. Wo ist denn der hin? Hier ist niemand. Ist weg. Ist doch hier lang, oder? Ist der hier lang? So, wir gucken nochmal auf die Map. Aha. Geht also nur noch weiter nach unten. Hier unten in dieses Sumpfgebiet oder so. Gar nicht so prickelnd. Oder hier lang. Ah ne, das. Hier geht's weiter. Da gucken wir doch mal, ob wir noch hier runterkommen. Ne, hier kommen wir nicht runter anscheinend. Boah. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Also es sieht jetzt ja schon ein bisschen anders aus als im Teaser. Es hat schon dieses Story-Element drin. Und ach du Scheiße, was ist denn hier los? Irgendwelche indianischen Bräuche oder so. Uah! Alter, ihr Scheißraben, Alter. Verpisst euch, Resident Evil und Rabens. Hab ich in schlechten Erinnerungen. Was ist denn hier passiert? Alter. Okay, hier können wir aber nichts machen dran. Können es auch nicht untersuchen oder so. So, hocken. Das haben wir schon rausgefunden, eben als wir den Typen gesehen haben. Ich bin schon aus Reflex gehockt. Das ist nämlich eine Standardsteuerung, so bisher. So. Wo kommen wir denn hin? Ihr ist tot. Alter. Was ist denn mit euch passiert? Todraben? Ach je. Sieht ja gar nicht cool aus, die Hütte hier. So, mal gucken, was wir hier am Lagerfeuer direkt finden. Eine Handtasche, oh. Näher untersuchen, ja. Führerschein. Texas. Ja. Oh. Ey, ich wollte den Führerschein eigentlich. Aha. Eine Trophy erhalten. Okay. Ich wollte den Führerschein eigentlich noch weiter untersuchen. Inventar auf Dreieck. Ja, Dreieck. Führerschein. Mias Führerschein. Er ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Ein Ausdruck einer E-Mail von ihrer Frau. Mia, die seit Jahren vermisst ist. Ah, die können wir auch. Guck mal. Nein, nicht wegwerfen, die E-Mail, ja. Hier. Da ist die E-Mail, die uns eigentlich hierher führt. Von Mia Winters. Gesendet Dienstag, 18. Juli 2017. 23:04 Uhr. Leichen der Zukunft. An Ethan Winters. Dalve, Louisiana. Baker Farm. Komm und hol mich.
Ah, das kann man auch falsch verstehen. Das ist also die Notiz, die uns hierher geführt hat. Und das hier sieht auch aus wie eine Karte oder so. Ich weiß nicht, wie die Führerscheine in Amerika aussehen, aber ja, irgendwie hat er was. Oh Mann. So. Gehen wir mal hier ans Fenster. Nee, lieber nicht. Also noch hält sich die Anspannung ein bisschen in Grenzen. Im Wald fühle ich mich irgendwie wohler, wie in eingeschlossenen Hütten, an denen man nicht mehr rauskommt. Und ja, hier haben wir Backstein und nicht Fenster einwerfen. Nee, die haben ja keine. Hahaha. Ja. Holzvolk hier. Was ist denn das? Ist das hier die Geisterhütte? Ach du Scheiße, wie sieht denn das hier aus? Hier sieht es aus, als will jemand, dass man entweder nicht mehr reinkommt oder nicht mehr raus. Und ich gehe eher davon nicht mehr raus, weil es von außen zugemauert ist. Weil das könnte man ja von außen einfach entfernen. Sieht nicht so aus, als wäre es von innen zugemauert, oder? Also eher nicht mehr raus. Oh Gott, oh Gott. Ich habe das Spiel ein bisschen heller gestellt, als man eigentlich sollte laut Gamma werden, dass er wenigstens ein bisschen was sieht. Aber in den Momenten, wo ich nicht sehe, sollt ihr ja auch nichts sehen. Oh weia. Nein! Ja. Scheiße, Alter. Verdammt. Ja, klar. Tür ins Schloss gefallen, direkt zugesporen von alleine. Natürlich. Licht geht natürlich auch nicht, aber wir haben ja glücklicherweise eine Taschenlampe. Kann man die irgendwie auch ausmachen? Hier können wir so eine Verteidigungsstellung einnehmen. Dann gucken wir uns aber auch explizit um. Öffnen mal hier. Oh, langsam öffnen. Oh. Irgendwie kommt mir die Bude bekannt vor. Ist es die aus dem Teaser? Ist das die? Sieht ja fast schon so aus. Hier ist der Schrank. Da hat man doch mit dem Bolzen schon. Hinter verschlossenen Türen ist noch eine Tür zu, oder? Nee. Hat hier gerade jemand aufgesprochen? Ist doch so angehört, oder? Nee. Okay. Das war wohl ein Wunschdenken meinerseits. Oh. Ja, das ist die Küche. Das ist das Haus aus dem Teaser, liebe Freunde. Da haben wir den Bolzenschneider gebraucht im Teaser. Ich habe es nur einmal gespielt. Ich habe es nicht die ganzen Enden durch und so, die es gab. Aber ich habe richtig Vorfreude hier drauf. Hier war doch der Rabe drin, oder? Ne, der war in der Mikrowelle, der Rabe. Was denn hier? Das ist ekelhaft. Alter, ich lade euch alle zum Essen ein. Hier ist der Rabe drin. Ja, hier ist ein Rabe drin. Lecker. Rabe zum Frühstück. So, was haben wir hier? Können wir Wasser drehen? Was kommt da raus? Blut oder was? Nee. Also abgedreht, hä? Ist abgedreht hier. Hier können wir viel mehr öffnen, glaube ich, als in der. Was denn hier? Was denn das? Also, nichts Besonderes irgendwie. Nichts, was wir. Können wir auch gar nicht mitnehmen. Ah, guck mal, das ist ein Bild. Das ist doch Mia, oder? Können wir aber trotzdem nicht mitnehmen. Ja. Diese Schublade konnte ich nicht öffnen anscheinend, ne? Die ist. Warte mal, mit dem Führerschein? Nee, das kann hier nicht verwendet werden. Also wir brauchen irgendwas um die einen Schlüssel, würde ich mal so sagen, ne? Da ist nämlich ein Schlüsselloch drin. Oh Gott. Ich hasse dieses Haus, Leute. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Oh Gott. Was für ein Scheiß. Ja, was ist denn das im Kühlschrank? Kann man das mitnehmen? Ah, nee, auch nicht. Wir müssen jetzt alles durchsuchen, ob wir irgendwas finden, aber ich wage zu bezweifeln, dass wir hier direkt was finden. Wir müssen wohl weitergehen. Oh Gott. So. Da gehen wir doch mal rein hier. Was haben wir denn hier? Alter, was ist denn das für ein Scheiß für ein Kranker? Da oben war dieser Scheißraum mit diesen Dreckspuppen. Man hat hier im Haus gestartet. Man hat diese Vorgeschichte nicht gespielt. Aber hier sind keine Puppen momentan. Was ist denn hier? Hier ist dieser Stairs-Schalter.
Ich schätze mal, der geht nicht. Ja, wie immer in Resident Evil. Es geht gar nichts. Ach, wir haben die Karte hier. Zunächst mal. Also das ist schon mal typisch für Resident Evil. Oh, ein Audiolog oder sowas. Kassettentape, Tape Recorder. Neu. Ach so, speichern. Hier können wir speichern. Okay. Verfallenes Haus. Hier haben wir ein Video. Alles klar, dann kommen wir hier drauf zurück gleich. In 5 Minuten oder so. Dann höre ich nämlich mit der Folge auch auf, dass ich ein bisschen cutten kann. Und gucken, ob die Tonqualität so stimmt. Für euch. Dann gucken wir mal jetzt noch ein bisschen. War irgendwas von Bedeutung für. Alter. Hier wurde wohl jemand festgehalten. Ich möchte hier eigentlich nicht sein, aber naja, wir suchen ja Mia. Die Kassette, die können wir nämlich wahrscheinlich hier, war der Kassettenrekorder in der Demo. Ja, und da können wir sie wohl einlegen. Was haben wir hier noch? Oh. Okay. Steht was drauf hinten? Nee, auch nicht. Können wir auch nicht mitnehmen. Hier ist noch ein Foto. Alter, da ist sie auf jeden Fall nicht allein. Wer auch immer hier war. Hier haben wir die Sicherung. Genau, die fehlt. Können wir nicht machen. Oh je. Yeah. Mondlichtsensor. Hör auf mit der Scheiße. Was haben wir denn hier? Nix. So, wer die Teaser gespielt hat, weiß, dass hier ein Geheimgang vergraben ist. Und da... ab da wird es auch kriminell. Und da war hier dieser Hebel. So. Hier ist der aufgegangene. Da hat man, glaube ich, einen Schlüssel oder irgendwas gefunden. Ich will eigentlich gar nicht hin. Weil hier zu sein war nicht gut. Hier zu sein war echt nicht gut. Uah. Oh Mann, da geht's noch runter. Komm, wir gehen runter. Das soll noch ein bisschen Spannung, bevor wir speichern. Also, wir kommen nicht mehr hoch zum Speichern. So wie es aussieht. Verdammt. Ja, das kann man so sagen. Verdammte Scheiße. Könnte man noch dran hängen. Oh Mann, jetzt sind wir hier unten in dem Scheißding und natürlich nicht mehr, ne? Kann natürlich nicht hochspringen. So eine Scheißleiter. Weiß auch nicht, ob das Spiel verschiedene Enden hat. Jetzt, wie die Demo zum Beispiel, die hatte ja verschiedene Enden. Kann jetzt sein, dass das hier auch so ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh Gott. Och nee, Wasser und Resident Evil. Muss das sein? Ne! Mann, das. Oh Gott. Was ist denn hier los, ey? Was blubbert? Blubberbubber. Ach Gott. Komm, lass mich hier raus. Haben wir den Ausweg aus der Hütte gefunden? Sind wir entkommen? Haben wir überlebt? Haben wir das Spiel durch? Da, komm, ich will schneller. Ich will weg hier. Mama. Alter, was ist mit dir passiert? Alter. Ja, nettes Profilbild. Könnte das geben? Geh mal rüber da, ich will vorbei. Will nicht mit einer Leiche im Wasser schwimmen. Ich hoffe ja mal, dass es eine Leiche ist. Nicht, dass du aufstehst. Was ist denn hier los? Soziopath am Start. Haben wir hier irgendwas übersehen? Wir müssen, wie gesagt, alles gucken. So ein Hebel und so. Das wusste ich jetzt nur, weil es im Teaser gezeigt wird sogar. Und eigentlich hätten wir können die Videokassette noch einlegen. So, und was sich hinter dieser Tür befindet, das finden wir dann das nächste Mal raus, in der nächsten Folge. Ich werde sie gleich aufnehmen und die Settings noch ein bisschen machen, aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Spooky5. Bis dahin, bye bye.